Hallo ihr Lieben, ihr seht, wir haben hier wieder ein Set mit Scrunchies und naturfärbenden Material und hier ist alles drin, wenn ich dran denke, verknüpfe ich euch das selbstverständlich wieder, da sind alle Sachen drin, da ist eine Anleitung drin, da sind die Scrunchies mit drin, die Säckchen, wo man die Scrunchies reinpackt mit dem Färbemittel und dementsprechend geht's dann jetzt auch los. Das heißt, ich habe vorher 30 Minuten lang im lauwarmen Wasser die Scrunchies eingeweicht, damit diese eine gewisse Aufnahmebereitschaft haben für das Färbemittel. Das Färbemittel besteht aus Blauholz, Lappkraut und Zwiebelschalen. Die packe ich da rein, das heißt einmal die Färbemischung und einmal die Scrunchies, das heißt, das wird auch noch mal bestreut. Ich mache aus den kleinen runden Kreisen, mache ich dann die Säckchen und schaut so ein bisschen, es war sehr intensiv, solltet ihr das Ergebnis ein bisschen leichter haben wollen, also nicht ganz so intensiv farblich, dann nehmt ein bisschen weniger und aber ansonsten, wie gesagt, ich finde das Ergebnis ja toll, aber wie gesagt, jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen, also im Zweifel weniger nehmen, wenn ihr das Ergebnis nicht ganz so dolle haben wollt. Und ich bastel daraus jetzt kleine Säckchen. Ihr seht schon, ich habe zwei so eine Scrunchies. Das heißt, die beiden kommen dann auch in den Topf später. So, ihr seht schon, ich streue da auch ein bisschen drüber. Und genau, ich hoffe, das ist eine andere Art von Batik. Ich hoffe, euch gefällt das. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr das gerne wollt. Oder falls ihr noch andere Infos braucht oder falls ihr euch gerne von mir was wünscht, meldet euch dazu so gerne in den Kommentaren. So, hier habe ich jetzt das kochende Wasser. Ich habe da die Säckchen reingepackt und lasst das Ganze dann da drin färben. Nehmt euch dafür tatsächlich unheimlich viel Zeit. Macht das mit viel Ruhe, weil die Säckchen brauchen ihre Zeit. Alleine das dauert schon mindestens eine Stunde circa, die ihr euch dafür Zeit nehmen sollt. Die brauchen eine Weile zum Ziehen. Man dreht sie ja so, immer wieder noch. Ihr seht, und dementsprechend macht es nicht, wenn die unter Zeitdruck steht. Aber das sollte man, glaube ich, wenn man bastelt, sowieso nicht. Und genau, ich gieße noch mal ein bisschen Wasser drüber, damit dort so ein bisschen sind ja keine Häufchen. Verdünnt wird auch noch mal. Und das Ergebnis so ein bisschen vielfältiger wird. Und jetzt wird das Ganze, kühlt das ab und wenn es abgekühlt ist, dann packen wir es zusammen aus und dann schauen wir uns das mal zusammen an. Wenn das Ganze dann fertig ist, das seht ihr gleich, habe ich die Säckchen wieder ausgepackt und diese Säckchen, da sind ja die ganzen Krümel noch drin und das heißt, diese Krümel habe ich dann noch ausgespült und auch die Scrunchies selber auch nochmal gewaschen, damit ich halt schauen kann und euch eben auch sagen kann, geht die Farbe raus, geht sie nicht raus und auch das macht ja viel aus und genau, ihr seht, es ist sehr intensiv geworden. Ich glaube, das kommt gar nicht so genau rüber das tut mir leid, in dem Video, aber es ist halt Tatsache, sehr intensiv, hat aber eben wie ein Batik auch diese Muster dort bekommen. Also das hat tatsächlich gut funktioniert. Ich hätte es tatsächlich so nicht gedacht. Als Hinweis vielleicht noch, wenn ihr die Säckchen auspackt, unbedingt eine Unterlage drunter legen, weil ihr seht, auf meinem Tisch hat es auch ein bisschen gefärbt. Ja, ansonsten, ich habe es dann nochmal gewaschen. Jetzt seht ihr gleich den Trockenzustand. Und ihr seht, das Ergebnis ist toll. Wie gesagt, wer so ein bisschen leichteres Ergebnis haben will, sollte ein bisschen weniger von dem Färbekräutern, weiß ich nicht, wie es heißt, nutzen. Aber ansonsten ist das tatsächlich ein echt schönes Ergebnis geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben oder ein Abo dalassen. Ich freue mich sehr drüber, auch für Ideen, was ich gerne ausprobieren soll oder was ihr euch gerne von mir wünscht. Und dann hoffe ich, dass wir uns am nächsten Sonntag wiedersehen. Da lade ich das nächste Video hoch und lade in der Regel sonntags ein Bastelvideo und ein Musikvideo hoch. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss!